Ja, moin aus dem großen Festsaal des Hamburger Rathauses. Herzlich willkommen. Sehr geehrter Herr Staatsminister Annen, lieber Nils, sehr geehrte Frau Professorin Schröder, sehr geehrter Ole von Üxkühl, den ich auch gerne hier hätte willkommen heißen wollen, liebe Mitglieder der hamburgischen Bürgerschaft, meine Damen und Herren, liebe alle, herzlich willkommen noch einmal hier im großen Festsaal des Rathauses beim Senatsempfang, auf dem wir 50 Jahre Friedensforschung in Hamburg feiern. Ein halbes Jahrhundert forschen für Frieden und Sicherheit am IFSH, das ist wirklich ein besonderer Moment für das Institut und die ganze Stadt. Ich möchte Sie alle hier und insbesondere auch die zahlreichen Gäste an den Bildschirmen aus aller Welt ganz herzlich begrüßen. Schön, dass Sie alle heute mit dabei sind und zumindest virtuell und digital Ihre Grüße schicken. Ich sage es immer an dieser Stelle, ich hätte Sie alle wahnsinnig gerne hier in diesem wunderbaren Saal, der ja auch die Geschichte, die bewegte Geschichte Hamburgs abbildet, gerne persönlich begrüßt. Spätestens dann bei 100 Jahren, aber ja vielleicht schon im nächsten Jahr bei dem einen oder anderen Anlass des IFSH. Als das Institut vor genau 50 Jahren gegründet wurde, war die Welt eine andere. Sie war aufgeteilt in Ost und West. Beide großen Mächte verteidigten ihren weltanschaulichen Kurs mit bedrohlichen Waffenarsenalen. Und so wuchs in dieser Zeit der Wunsch, die Friedensforschung zu stärken. Denn mit dem Wissen um die komplexen Grundlagen für den Frieden lässt sich auch ein Beitrag zur Bearbeitung aktueller sicherheitspolitischer Fragen leisten. Und der Gründungsdirektor des IFSH, Wolf Graf vom Baudissin, fasste den Auftrag so zusammen. Zweck der Forschung ist nicht die Beseitigung der Konflikte. Das wäre illusionär. Sondern ihre Versachlichung, die gleichzeitig Humanisierung bedeutet und vor allem ihr Austrag mit einem Minimum an Gewaltanwendung. Für dieses Ziel gilt es, Modell, Strategien, Strukturen und Verfahrensweisen zu entwickeln. Was damals mit einer Handvoll Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler begann, hat sich heute zu einem weltweit anerkannten Institut für Fragen zu Frieden und Sicherheit entwickelt. Das IFSH steht für exzellente Forschung für eine bessere Welt, made in Hamburg. Und zum 50. Geburtstag möchte ich dem Institut im Namen der ganzen Stadt Hamburg herzlich gratulieren und für Ihre Arbeit danken. Frieden und Sicherheit, das geht uns alle ganz direkt, ganz unmittelbar an. Deshalb ist es so wichtig, dass wir hier am Wissenschaftsstandort Hamburg ein so exzellentes Kompetenzzentrum für die Grundfragen europäischer und globaler Sicherheit haben. Und vor allem der beratende Ansatz am ISFH, der ist ganz besonders. Von der Forschung profitieren die Bundesregierung, profitieren Behörden, Parlamente und internationale Organisationen. Das IFSH begleitet ganz entscheidend die Arbeit der OSZE und bereitet Politikerinnen und Politiker, Diplomatinnen und Diplomaten auf den OSZE-Vorsitz ihrer Länder vor. Und an der einen oder anderen Stelle schreibt es auch mal ein Stück Geschichte mit. So zum Beispiel im März 1989. Da saßen beim Hamburger Generalstreffen hochrangige Offiziere der Bundeswehr und der Nationalen Volksarmee an einem Tisch. Das war eine Sensation, denn ein direktes Zusammentreffen von Militärs beider Blöcke hatte es in der deutsch-deutschen Geschichte zuvor nicht gegeben. Die Expertise der IFSH-Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler war in dieser historischen Epoche sehr gefragt und ist es bis heute. Manche Themen der Gründungstage sind bis heute, leider muss man sagen, gleich geblieben. Das Thema Wettrüsten zum Beispiel, mittlerweile sind noch mehr Staaten als damals im Besitz von Atomwaffen. Es sind aber auch viele neue Themen hinzugekommen, die am IFSH erforscht werden. Wir beobachten eine wachsende gesellschaftliche und politische Polarisierung, eine zunehmende Spaltung von Gesellschaften. Populistische Akteure steigen auf und stellen internationale Kooperationen in Frage. Technologische Entwicklungen wie autonome Waffen oder Cyberattacken müssen neu bewertet werden. Und natürlich hat auch der Klimawandel sicherheitspolitische Auswirkungen.
Expertinnen und Experten aus verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen bringen heute ihr Wissen in die Forschung des IFSH mit ein. Interdisziplinär arbeiten hier Forschende aus den Politikwissenschaften, Soziologie, der Physik und der Informatik zusammen. Die Friedensforschung aus Hamburg hat einen hervorragenden Ruf. So hat im Sommer 2019 zum Beispiel der Wissenschaftsrat das IFSH für seine fachliche Expertise und die Vernetzung mit den Instituten und Einrichtungen der Friedens- und Konfliktforschung gelobt. Wichtige Impulse hat das IFSH auch auf die Ausbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses gegeben. Zusammen mit der Universität Hamburg haben sie den postgradualen und internationalen und interdisziplinären Studiengang Master of Peace and Security Studies aufgesetzt und waren damit deutschlandweit das erste Institut mit einem solchen Studiengang. Außerdem ist das IFSH maßgeblich am hamburgweiten Graduiertenkolleg Demokratie und Sicherheit beteiligt. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe alle, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler am IFSH erforschen die Themen, die unsere Welt bewegen. Als eines der führenden wissenschaftlichen Friedensforschungsinstitute in Europa ist das IFSH ein entscheidender Player für den wissenschaftlichen Diskurs, die fachliche Beratung der handelnden Akteure, aber auch für die gesellschaftspolitische Debatte. Ich möchte dem IFSH ganz ausdrücklich auch danken für seinen Dialog mit der Gesellschaft, für Vorträge, Interviews, Veranstaltungen, Podcasts, Videos, Gastbeiträge. Das Orientierungswissen, das Sie Bürgerinnen und Bürgern liefern, ist ein ganz wichtiger Beitrag für eine gemeinsame Verständigung, auf die wir in Demokratien so angewiesen sind. Gerade in Zeiten von Fake News und gefühlten Wahrheiten. Meine Damen und Herren, Albert Einstein hat gesagt, solange es die Menschen gibt, wird es Kriege geben. Mit Blick auf die politische Weltlage können wir derzeit keine Hoffnung geben, dass Einstein damit nicht recht behält. Die Stadt Hamburg ist aber stolz und dankbar, eine so exzellente Ideenschmiede zu Fragen der Sicherheit und des Friedens zu haben und freuen uns sehr auf die gemeinsame Zukunft und die zukünftige Zusammenarbeit. Alles Gute für Sie und nochmal herzlichen Glückwunsch zu 50 Jahren IFSH. Und nun übergebe ich an den Präsidenten der Universität Hamburg, Herrn Professor Dieter Lenzen. Danke. Herzliche Gratulation zum 50-jährigen Bestehen. Schon seit 1971 forscht das IFSH zu zentralen Fragen von Sicherheit und Frieden. Die Gründung fiel seinerzeit in eine Zeit, in der in Deutschland der Wunsch aufkam, akademische Friedensforschung zu fördern. Kriegsursachen sollten besser verstanden und dadurch auch im besten Fall vermieden werden. Zur Gründung des IFSH hat übrigens nicht zuletzt der damalige Bundespräsident Gustav Heinemann beigetragen, indem er bereits in seiner Antrittsrede im Jahr 1969 eine akademische Friedensforschung in Deutschland forderte. Auch der Wissenschaftsrat sprach sich damals bereits 1970 dafür aus, Friedensforschung in Deutschland zu fördern, nachdem es im englischsprachigen Raum bereits seit den 50er Jahren des vorigen Jahrhunderts Institute für Friedensforschung gab. In Hamburg engagierte sich insbesondere Karl Friedrich von Weizsäcker für ein solches Institut, Professor für Philosophie war er damals, für die Gründung dieses Friedensforschungsinstituts eben. Das IFSH wurde schließlich heute, vor genau 50 Jahren, am 11. Juni 1971 gegründet. Was war der Auftrag? Das IFSH begleitet, es analysiert und kommentiert die Bedrohungen von Sicherheit und Frieden stets mit großer Expertise, immer auf der Suche danach, was die Welt unsicher macht, wie man dem entgegenwirken kann. Kurz, welche Bedingungen für ein friedliches Miteinander nötig sind und wie Konflikte konstruktiv und nicht kriegerisch gelöst werden können. Die Ergebnisse sind nutzbar, nicht
nur für die Forschung natürlich, sondern das ist ja der Sinn. Das IFSH ist eben auch ein wichtiger Politikberater und auch natürlich in die Wissenschaft, in die Gesellschaft insgesamt hinein, das, was wir heute als Wissenstransfer bezeichnen. Am IFSH wurde von Anfang an ein konsequenter, interdisziplinärer Ansatz gewählt, in dem Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen aus sozial- und aus naturwissenschaftlichen Perspektiven zusammenarbeiten. Was sind die Forschungsgegenstände gewesen und sind sie noch und werden sie womöglich sein? Für das damals neu gegründete IFSH gab es bereits reichlich dieser Forschungsgegenstände, weltpolitische Ereignisse seit der Gründung, um nur einige zu nennen. Zu Beginn natürlich noch die Konfrontation zwischen Ost und West im Kalten Krieg, dann kam die Wende. Die Terroranschläge vom 11. September sind ein weiteres Beispiel für solche schwerwiegenden Ereignisse, denen man sich zuwandte. Der arabische Frühling, auch das Erstarken von Autokraten und Populisten, selbst inzwischen, wie wir wissen, in westlichen Demokratien. Und schließlich das, was unmittelbar bevorsteht, wenn nicht wir uns bereits mittendrin finden, der Klimawandel, die Folgen des Klimawandels, digitale Desinformation dazu, die Corona-Krise natürlich und ihre Implikationen, die sie für die Sicherheitspolitik womöglich noch haben mag. Zu den jüngeren Schwerpunkten des IFSH gehören der Forschungsbereich gesellschaftlicher Frieden und innere Sicherheit, der sich mit den antiliberalen und extremistischen Bewegungen angefeuert, teilweise durch Hass und Hetze im Internet beschäftigt. Auch der Klimawandel, ich sagte es schon, und seine Auswirkungen auf Krisen und Konflikte werden am IFSH in verschiedenen Perspektiven erforscht. Hier zeigt sich auch die enge Partnerschaft mit unserer Universität, mit der Universität Hamburg. Im Exzellenzcluster Klima, Klimawandel und Gesellschaft, abgekürzt CLICS, der Universität Hamburg, analysieren Forscher und Forscherinnen des IFSH den Zusammenhang von Sicherheit und globalen Umweltveränderungen. Bereits seit der Gründung des IFSH besteht diese enge Partnerschaft mit der Universität. Das Institut wurde als An-Institut der Universität Hamburg gegründet. Die Beteiligung am Exzellenzcluster CLICS ist insofern nur ein Beispiel für die vielen gemeinsamen Forschungsaktivitäten. Weitere Kooperationen auf dem Gebiet der Gewalt- und Sicherheitsforschung finden in dem statt, was wir als Profilinitiativen bezeichnen, also kleineren bis mittelgroßen Forschungsgruppen. Und hier kooperieren die Universität und das IFSH mit auch weiteren Partnern in der Metropolregion Hamburg, aber auch mit Universitäten und Forschungseinrichtungen aus dem Ausland. Die beteiligten Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen kommen aus ganz unterschiedlichen Fachdisziplinen. Die intensive Zusammenarbeit zeigt sich auch an anderen Stellen, zum Beispiel in gemeinsamen Transferprojekten wie dem Hamburg Villa Vigoni Forum mit den Partnern aus Italien. Diese Konferenzreihe, die wir begonnen haben, will Forschung und Politik zusammenbringen und die Leitfrage näher beleuchten, was Europa zusammenhält oder zusammenhalten sollte. Die Zusammenarbeit ist nicht auf Forschung beschränkt. Seit 2002 gibt es auch den gemeinsamen Studiengang Peace and Security Studies. Als eines der ersten Institute in Deutschland führte das IFSH diesen postgradualen Masterstudiengang ein, der sich durch Internationalität seiner Studierenden und der Interdisziplinarität des Lehrangebots auszeichnet. Seitdem durchlaufen jedes Jahr etwa 25 Teilnehmer und Teilnehmerinnen diesen einjährigen Masterstudiengang. Erlauben Sie mir zum Schluss
dem IFSH als einem so wichtigen Partner für unsere Universität alles Gute zu wünschen, für dieses Jubiläumsjahr, aber natürlich darüber hinaus. Neben dem Senatsempfang sind ja auch noch weitere Aktivitäten geplant, bei denen auch die Stadtgesellschaft einbezogen werden soll. Aufgrund der Pandemie noch vieles online. Hoffentlich wird es im Verlauf des Jahres sich ändern können und wir werden präsentisch ein Stück dieses Jubiläums feiern. Also auf die nächsten erfolgreichen 50 Jahre und mehr. Dankeschön. Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, liebe Frau Fegebank, sehr geehrter Staatsminister, lieber Herr Annen, sehr geehrter Herr von Uexküll, meine Damen und Herren, 50 Jahre IFSH, das heißt 50 Jahre Friedensforschung made in Hamburg. Unsere Institutsgeschichte ist auch eine Geschichte des kontinuierlichen Engagements der Freien und Hansestadt Hamburg für dieses zukunftsweisende Forschungsfeld. Und ganz nebenbei, auch eine Geschichte des Aufbaus und der Entwicklung der Friedensforschung in Deutschland insgesamt. Gestartet als kleines Institut in Blankenese am Falkenstein, sind wir jetzt 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Sitz im Zentrum von Hamburg und einer Außenstelle in Berlin. Das IFSH ist heute eine etablierte Größe im Feld der deutschen wie internationalen Friedens- und Sicherheitsforschung. Allein in den letzten 4 Jahren haben wir die wissenschaftliche Kapazität des Hauses verdoppeln können. Der Fokus des Instituts auf die Analyse von Sicherheitspolitik war in der Friedensforschung ein Unikum. Bei uns ist er Teil der DNA unseres Hauses. So heißt es bereits in einer Mitteilung des Senats an die Bürgerschaft zur Gründung des Instituts, dass der Senat eine unabhängige wissenschaftliche Einrichtung schaffen möchte, die im Bereich der Friedensforschung im Allgemeinen und auf dem Gebiet sicherheitspolitischer Problemstellungen die Kriterien freier Forschung und Lehre, der Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses und der Publizierung der Forschungsergebnisse erfüllt. Der Gründungsdirektor Wolfgraf von Baudissin war ein General und Entwickler des Konzepts der inneren Führung der Bundeswehr, des Bürgers in Uniform. Bis heute haben wir einen Dienstposten der Bundeswehr bei uns im Haus, um den Austausch zwischen Friedensforschung und Bundeswehr zu fördern. Und lange bevor der Begriff in aller Munde war, forschte das IFSH bereits interdisziplinär und schlug Brücken über Wissensgrenzen hinweg. So arbeiten bei uns Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus der Physik, aus der Informatik, aus den Sozialwissenschaften zusammen an den Herausforderungen und Chancen beispielsweise neuer Technologien für internationale Sicherheit im Bereich der Rüstungskontrolle. Zur DNA des IFSH gehört aber genauso die Erforschung kooperativer Friedens- und Sicherheitsstrategien und Institutionen. Bereits die Rede des damaligen Präses der BWF, Professor Hayen, zum 25-jährigen Bestehen des IFSH identifiziert die Grundidee kooperativer Problemlösungen als Leitmotiv der Forschung des Instituts. Forschungsziel sei die Prüfung und Erarbeitung kooperativer Strategien der Konfliktlösung und Gewaltvorbeugung. Diesem Leitmotiv ist das IFSH bis heute treu geblieben. Was damals die Forschung zu kooperativer Rüstungssteuerung, gemeinsamer Sicherheit und Weltinnenpolitik war, sind heute Arbeiten zu den Herausforderungen gesamteuropäischer Sicherheit im Rahmen der OSZE, zur Frage der internationalen Rüstungskontrollarchitektur, zu den Bedingungen friedlichen Zusammenlebens in unseren Gesellschaften oder zum Verhältnis von Kooperation und Konflikt beim Umgang mit den Folgen des Klimawandels. Aber bei aller Kontinuität der Geschichte und der Grundsätze gab und gibt es auch fundamentalen Wandel. Die Welt sieht heute anders aus als vor 50 Jahren, auch anders als vor 10 Jahren. Heute sehen wir uns mit einer so dichten Gemengelage neuer und alter globaler und regionaler Herausforderungen konfrontiert, dass wir dringend neue Antworten auf diese Bedrohungen des Friedens und der Sicherheit finden müssen. Wo wir hinschauen, sehen wir Umbrüche, Transformationen, häufig Krisensymptome. Gerade die Pandemie hat uns gezeigt,
wie schnell internationale Kooperation brüchig wird und wie sehr wir trotzdem von ihr abhängen. Die Pandemie hat uns auch vor Augen geführt, wie zunehmende gesellschaftliche Polarisierung und Radikalisierung und ein wachsender Vertrauensverlust in etablierte demokratische Verfahren zu Unsicherheit über die Grundlagen des friedlichen Zusammenlebens auch hier bei uns in unseren Gesellschaften führen kann. Und nicht zuletzt, die Klimakrise und der Verlust an Biodiversität verweisen auf die fortschreitende Zerstörung der Lebensgrundlagen auf unserem Planeten mit potenziell massiven friedens- und sicherheitspolitischen Implikationen. Wir erleben insgesamt eine Zeit zunehmender Verunsicherung, in der lange Zeit stabile Sicherheitsgarantien infrage gestellt werden und in der sich politische und gesellschaftliche Bedingungen des friedlichen Zusammenlebens verändern. Und wir beobachten auch, dass Transformationen und Wandel, sei das gesellschaftlicher, politischer oder auch technologischer Wandel, nicht mehr notwendig linear sind. Wandel kann disruptiv werden, wenn wir uns beispielsweise planetaren Belastbarkeitsgrenzen nähern oder wenn wir sie überschreiten. Meine Damen und Herren, Frieden und Sicherheit sind vor diesem Hintergrund keine Spartenprobleme der deutschen Außenpolitik. Frieden und Sicherheit sind die Zukunftsthemen unserer Zeit. Umso wichtiger, dass das IFSH die nächsten Generationen von Friedens- und Sicherheitsforscherinnen aus der ganzen Welt mit ausbildet. Im Herbst dieses Jahres werden wir den 20. Jahrgang des Masterstudiengangs Peace and Security Studies bei uns aufnehmen und freuen uns auch hier auf ein Jubiläum. Seitdem das IFSH den Studiengang etabliert hat, haben wir hunderte Studierende in den interdisziplinären Grundlagen der Friedensforschung und der Friedensförderung ausgebildet und in relevante Beschäftigungen verabschiedet. Von Hamburg aus in alle Teile der Welt. Und in der Präambel der Hamburgischen Verfassung aus dem Jahr 1952 steht ja auch: Die Freie und Hansestadt Hamburg hat als Welthafenstadt eine ihr durch Geschichte und Lage zugewiesene besondere Aufgabe gegenüber dem deutschen Volke zu erfüllen. Sie will im Geiste des Friedens eine Mittlerin zwischen allen Erdteilen und Völkern der Erde sein. Die Verwirklichung von Frieden und Sicherheit in einer globalisierten Welt ist in Hamburg daher nicht einfach ein wissenschaftliches Forschungsfeld neben anderen. Sie ist eine hanseatische Grundhaltung und eine Selbstverpflichtung mit langer Tradition. Umso wichtiger ist es mir hervorzuheben, dass auch der aktuelle Koalitionsvertrag für das IFSH erneut Auftrag ist, unsere Arbeit weiter zu intensivieren und auszubauen. Das IFSH wird diesen Auftrag annehmen und durch seine Arbeit die Tradition dieser Stadt als friedliche Mittlerin zwischen allen Teilen der Welt weiter prägen und vorantreiben. Ich bedanke mich daher ganz herzlich bei der BWFGB für das langjährige Vertrauen in unsere Arbeit, beim Auswärtigen Amt für die vielfältigen Kooperationsprojekte der letzten Dekaden und ich bedanke mich insbesondere bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des IFSH. Sie machen das Institut aus, sie bringen es voran und sie haben in den letzten Jahren und ganz besonders in der Pandemie Außergewöhnliches geleistet. Sehr herzlichen Dank. Frieden bedeutet für mich, mit Konflikten gewaltfrei umzugehen, auf der Grundlage von allgemeingültigen Prinzipien und Regeln. Deshalb ist die Arbeit des IFSH im Bereich der Friedensforschung so wichtig. Die Gründung des Instituts vor 50 Jahren fiel in eine Zeit großer sicherheitspolitischer Herausforderungen. Diese Herausforderungen mögen heute in vielen Aspekten anders sein, aber sie sind nicht minder groß. Und die praxisorientierte Forschung des IFSH bleibt so wichtig wie vor 50 Jahren. Vor 21 Jahren wurde am IFSH das Zentrum für OSZE-Forschung gegründet. Dieses Zentrum hat wichtige Arbeit für die OSZE geleistet, ihre Arbeit analysiert, begleitet und die Organisation beraten. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des IFSH, des Zentrums für OSZE-Forschung und freue mich, dass wir diesen Partner an unserer Seite haben können. Herzlichen Glückwunsch aus Stockholm, alles Gute zum 50. Friedensforschung ist aktueller und wichtiger denn je und dazu gehört auch unabhängige Expertise im Bereich der Rüstungskontrolle und der Abrüstung.
Frieden bedeutet für mich auch Investitionen in die Zukunft und dafür zu sorgen, dass sich zukünftige Generationen für Rüstungskontrolle und für Abrüstung interessieren und in diesem Bereich auch Expertise haben. Und deswegen finde ich die Arbeit des EFSH in der Nachwuchsförderung, in der Lehre wirklich sehr, sehr wichtig. Alles Gute nach Hamburg und ich freue mich sehr auf die weitere Zusammenarbeit zwischen dem EFSH und Siegfried. Das Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg wird 50 Jahre alt. Herzlichen Glückwunsch. Ich übermittle zu diesem Jubiläum nicht nur meine eigenen, sondern auch die Glückwünsche des gesamten Teams der Münchner Sicherheitskonferenz. Frieden bedeutet für mich weit mehr als nur die Verhinderung von Krieg. Frieden ist eine der Kernvoraussetzungen dafür, dass die Menschheit sich dringenden Zukunftsaufgaben widmen kann, insbesondere den großen Umwelt- und klimapolitischen Gestaltungsaufgaben. Und deshalb ist die Arbeit des IFSH so wichtig, weil sie Friedensforschung als Nachhaltigkeitsaufgabe betrachtet und versteht. Ich wünsche dem Institut und seinen Mitarbeitern auch weiterhin viel Erfolg und auf gute Zusammenarbeit in der Zukunft. Erstmal die Maske abnehmen, ohne dass das Mikro runterfällt. Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, liebe Katharina, sehr geehrte Frau Professor Schröder, sehr geehrter Herr Professor Lenzen, Herr von Uexküll, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, Zuschauerinnen und Zuschauer. Erst einmal, Frau Professor Schröder, vielen herzlichen Dank für die Einladung zum heutigen Festakt. Das bedeutet mir sehr viel. Ich fühle mich mit diesem Institut sehr verbunden, nicht nur, weil es von, was mein Kollegen Matthias Bartke, der übrigens schön grüßen lässt und auch mal am IFSH promoviert hat, sehr schmerzt, das Institut von Altona in meinen Wahlkreis Eimsbüttel gezogen ist, sondern weil ich mich der Friedensforschung seit vielen Jahren sehr verbunden fühle. Und deswegen möchte ich auch an dieser Stelle zuerst einmal wirklich herzlich gratulieren dem IFSH, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und allen, die sich für die Friedens- und Sicherheitsforschung in den letzten Jahren engagiert haben und damit auch diesen Standort hier in Hamburg gestärkt haben. Eine wesentliche Aufgabe der Friedens- und Sicherheitsforschung ist es, Herausforderungen für Frieden und Sicherheit erst einmal zu analysieren und dann aber auch den Rahmen zu bieten für eine lösungsorientierte Diskussion. Und genau das tut das IFSH. Und es leistet in einer Zeit, in der das dringend notwendig ist, einen wichtigen Beitrag. Und Frau Professor Schröder, Sie haben auf die Hamburger Verfassung hingewiesen. Ich möchte auf das Grundgesetz hinweisen, weil auch das ist ein Verfassungsauftrag, dem Frieden in der Welt zu dienen. Man kann es gar nicht häufig genug unterstreichen in diesen doch so schwierigen Zeiten. Wie macht das IFSH das? Dass wir mit dem IFSH auch als auswärtiges Amt im ständigen Austausch stehen, das ist uns ja auch quasi offiziell vom Wissenschaftsrat attestiert worden. In den letzten Jahren haben wir dabei verschiedene Modi entwickelt, wie der Transfer zwischen der akademischen Debatte und der Politik gelingen kann. Und ich will einige Beispiele nennen. Eines der Beispiele ist das große Thema Abrüstung und Rüstungskontrolle. Zum Ende des Kalten Krieges berieten IFSH-Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler unter der Leitung des damaligen Direktors des IFSH, Egon Bahr, die Bundesregierung bei Fragen der Rüstungskontrolle. Und ich glaube, ich kann sagen, dass diese Tradition bis heute fortgesetzt wird. Rund 30 Jahre später ist, und das ist eigentlich natürlich gar keine gute Nachricht, das Thema weiterhin hochaktuell. Aber wir machen etwas aus dieser Herausforderung und arbeiten zusammen. Seit 2019 arbeitet das Auswärtige Amt im Rahmen eines Forschungs- und Transferprojektes eng zum Thema Rüstungskontrolle und neue Technologien mit dem IFSH zusammen.
Denn mit der militärischen Nutzung neuer technologischer Entwicklungen in der Rüstung und in der entsprechenden Forschung sind natürlich auch ganz neue Risiken verbunden. Sicherlich auch ein paar Chancen, aber vor allem doch auch Risiken. Und wir müssen diese erst einmal auch wissenschaftlich, meine sehr verehrten Damen und Herren, erfassen. Und Außenminister Maas hat sich in den letzten Jahren sehr darum bemüht, so etwas wie einen neuen Ordnungsrahmen in dieser Debatte vorzuschlagen. Und wir haben dort eng zusammengearbeitet in der Konferenzreihe Capturing Technology, Rethinking Arms Control. Das IFSA hat da einen wichtigen Workshop geleitet und ist hochaktiv in dem Prozess, der auch international sehr genau beobachtet, begleitet und auch Interesse sozusagen generiert hat. Meine sehr verehrten Damen und Herren, und auch ein weiteres wichtiges Anliegen möchte ich nennen, und das ist die Nachwuchsforschung. Und zwar ist nicht nur dem Auswärtigen Amt, sondern ich freue mich auch darüber, dass ich sagen kann, weit auch in sozusagen im Kreise des Deutschen Bundestages hat dieses Anliegen Gehör gefunden, war es ein Anliegen, dass wir im Bereich des wissenschaftlichen Nachwuchses auch die notwendigen finanziellen Mittel bereitstellen und auch die Attraktivität erhöhen. Denn wir brauchen diese Expertise dringender denn je. Und auch das andere Beispiel ist schon genannt worden von einigen meiner Vorrednerinnen und Vorredner. Und das ist die OSZE. Das Auswärtige Amt unterstützte bereits im Jahre 2000 die Gründung des OSZE-Forschungszentrums CORE hier in Hamburg am IFSH. Und wir arbeiten weiterhin eng zusammen. Denn das Wissen, das Sie durch Projekte wie dieses zur Verfügung stellen, nutzen wir, um politische Entscheidungsprozesse zu gestalten. Und Deutschland kann so OSZE-politische Debatten zwischen Teilnehmerstaaten durch akademische Impulse voranbringen. Und Sie haben ja möglicherweise auch in der Öffentlichkeit verfolgt, welche große Priorität wir auf die Stärkung dieser Organisation auch mit einer am Ende erfolgreichen Kandidatur für das Generalsekretariat dort auch zum Ausdruck gebracht haben. CORE begleitet mit fachlicher Beratung die OSZE-Akademie in Bischkek, die in ihrer Greifbarkeit und in ihrer Inklusivität Modellcharakter für den gesamten OSZE-Raum hat. Und auch hierfür möchte ich mich an dieser Stelle bedanken. 2013 entstand auf Initiative des damaligen OSZE-Generalsekretärs Zani mit Unterstützung des Auswärtigen Amtes das OSZE-Netzwerk, das den wissenschaftlichen Austausch zur OSZE-politischen Fragestellung fördert und unter anderem auch Stipendien bereitstellt. Ja, und dann aktueller könnte es gar nicht sein. Wir haben uns erst gestern online getroffen, Frau Schröder, möchte ich natürlich das Friedensgutachten hier auch nennen. Wir haben das gerade vor, ich glaube, ein oder zwei Tagen vorgestellt, auch mit Kolleginnen und Kollegen des Auswärtigen Amtes eng diskutiert. Und ich möchte mich wirklich bedanken, nicht nur für die Arbeit des IFSH, sondern auch für das großartige Netzwerk, das Sie aufgebaut haben, für die Impulse, für die treffende Analyse, aber auch durchaus die streitigen Diskussionen, die Sie mit ausgelöst haben. Wir brauchen diesen Austausch mit der Öffentlichkeit. Und wenn ich das vielleicht einmal außerhalb des Protokolls hier sagen darf, wir sind ja unter uns, es gibt schon in der öffentlichen Debatte durch viele Thinktanks vorangetrieben so etwas wie einen stärker werdenden Konsens, dass mehr Verantwortung Deutschlands in der Außenpolitik eigentlich auch heißen sollte, mehr militärisches Engagement. Und diese doch stärker werdende Logik ein bisschen zu durchbrechen, auch medial Impulse zu setzen und auf die Kraft der Kooperation und der Friedenslogik hinzuweisen, das ist eben auch ein ganz wichtiger Beitrag, den das Friedensgutachten und ein Beitrag, den das IFSA leistet. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Außen- und Sicherheitspolitik kann komplexe und sich stetig wandelnde Problemlagen und Entwicklungen in der Welt und zu Hause nicht nur in der eigenen Echokammer besprechen. Die Politik benötigt deswegen den direkten Austausch mit Expertinnen und Experten, und zwar gerade zu strittigen Themen. Das fordert uns als Politik heraus, aber hoffentlich auch Sie als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Nur aus diesem Austausch heraus kann etwas Gutes entstehen, und dafür sind wir dankbar für die frischen Ideen, die hier aus Hamburg kommen, aber auch die Vorbereitung, die Ausbildung einer neuen Generation. Und ich glaube, der schon hier angesprochene interdisziplinäre Masterstudiengang Peace and Security Studies bildet exzellente Fachkräfte aus. Und in der vom IFSH und dem AA ins Leben gerufenen Young Deep Cuts Commission diskutieren Nachwuchskräfte
und das ist selten geworden, aus Russland und den USA und Deutschland über Fragen der Rüstungskontrolle. Das IFSA hat sich über 50 Jahre zu einem ehrlichen Makler entwickelt. Und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Instituts und die Politik und die Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger haben gelernt, dass sie hier auch einen Rahmen finden, in dem man vertraulich miteinander reden kann. Ich freue mich, dass Themen wie Rüstungskontrolle oder die europäische Friedens- und Sicherheitsordnung nicht nur hier diskutiert werden, sondern dass sie auch sozusagen die, wenn ich das so sagen darf, mit dem neuen Büro die Berliner Bühne betreten haben. Das ist wichtig, weil man dort gehört werden muss. Und wir hoffen natürlich, dass es bald nicht nur online, sondern auch wieder physisch stattfinden kann. Meine sehr verehrten Damen und Herren, eine anhaltende Herausforderung in der Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Politik ist es, die politischen und wissenschaftlichen Prozesse und Arbeitsweisen zusammenzubringen. Das ist nicht immer identisch, das weiß ich aus eigener Erfahrung. Denn die Politik, die braucht die tagesaktuelle und manchmal, Katharina, auch die zugespitzte Auseinandersetzung, das wissen wir. Aber wir brauchen eben auch die unterschiedlichen gesellschaftlichen Blickpunkte und die wissenschaftliche Methode, um zu neuen Erkenntnissen in der Friedens- und Sicherheitsforschung zu gelangen. Und wir brauchen auch die wissenschaftliche Unabhängigkeit und manchmal auch die kritische Distanz. Meine sehr verehrten Damen und Herren, lassen Sie mich abschließend noch einen innovativen Ansatz beschreiben, wie wir gemeinsam versuchen, diese Herausforderung zu überwinden. Über die Forschungs- und Transferstelle Sicherheitssektorreform entsendet das IFSH seit 2020 dazu zwei Wissenschaftlerinnen ins Auswärtige Amt. Hier unterstützen Sie die Bundesregierung bei der Umsetzung der ressortgemeinsamen Strategie zur Unterstützung von Sicherheitssektorreform in fragilen Kontexten und bei ganz konkreter Projektarbeit, also der Konzeption, der Finanzierung, Begleitung und Evaluierung von Vorhaben, die das AA zum Teil mit anderen Ressorts in fragilen Kontexten finanziert. Das klingt kompliziert, ist es manchmal auch, aber es ist ein wichtiger und wichtiger werdender Teil unserer Außenpolitik. Denken Sie nur beispielsweise an die europäische Friedensfazilität. Durch dieses Eingebettetsein können einerseits Wissenschaftlerinnen die Fragestellungen, die sich in der Praxis ergeben, besser erkennen und Antworten der Wissenschaft generieren, die so zugespitzt sind, dass sie im täglichen Betrieb des Ministeriums durchaus manchmal Gefahr laufen, überhört zu werden. Durch ihre wissenschaftliche Unabhängigkeit können sie in dieser Arbeit und in diesem Dilemmata durchaus auch Regierungshandeln kritisch hinterfragen. Und ich möchte Sie auch ausdrücklich auffordern, genau das zu tun. Und jüngst hat das SSA-Hub diesen Wissenstransfer im Rahmen einer ressortübergreifenden Fortbildung zur Sicherheitssektorreform organisiert. Dieser Kurs zeigt, wie wichtig Wissenschaft ist, um Wissen bereitzustellen und ressortübergreifende Personen zum Austausch zusammenzubringen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es wird Sie also nicht überraschen, dass ich mir für die Zukunft weitere innovative Ansätze wünsche und ich mich auch freue auf die Zusammenarbeit zwischen Ihnen und dem Auswärtigen Amt. Helfen Sie uns dabei, Friedens- und Sicherheitspolitik, Rüstungskontrolle und Abschreckung zusammenzudenken. Helfen Sie mit, Ihre internationale Netzwerkarbeit einzubringen, Ihre internationale Zusammenarbeit und Ihre Vertrauensbildung uns auch mit zur Verfügung zu stellen. Gerade bei den neuen sicherheitspolitischen Herausforderungen, wie den Auswirkungen neuer Technologien, künstliche Intelligenz, Weltraumsicherheit oder Klima und Sicherheit, stehen wir in vielen Fällen vor der Bearbeitung in der EU, in der NATO und den VN noch relativ am Anfang. Und wir müssen unsere Analysefähigkeit schärfen. Und dafür brauchen wir auch Ihre Ideen. Und deswegen, liebe Frau Professor Schröder, lieber Herr Özgül, freue ich mich auf die Diskussion mit Ihnen. Aber ich möchte natürlich noch einmal mich ganz herzlich bedanken, vor allem auch bei den engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Vielen Dank. Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, Herr Staatsminister, Herr Präsident der Universität Hamburg, Mitglieder der Bürgerschaft, sehr geehrte Frau Professor Schröder und liebe Freundinnen und Freunde, einen ganz herzlichen Glückwunsch zum 50. Jubiläum nochmal hier aus Stockholm und einen ganz herzlichen Glückwunsch an Hamburg, dass Hamburg sie hat.
Natürlich wäre ich gerne bei Ihnen vor Ort, aber wir waren noch bis vor kurzem Hochrisikogebiet hier. Über 50 Jahre haben Sie am IFSH einen unschätzbar wichtigen Beitrag zur friedenspolitischen Entwicklung geleistet und waren für die Zivilgesellschaft und für die Politik immer wieder Richtschnur und Ideengeber. Als unser Preisträger Paul Walker vor 1,5 Jahren vor Ihren neuen Studenten sprach, erinnerte er daran, wie die Welt heute aussehen könnte, hätte es die vielen wichtigen friedenspolitischen Initiativen der vergangenen Jahrzehnte nicht gegeben. Bei aller Enttäuschung über die häufigen Rückschläge auf dem Weg zu einer friedlichen Welt ist es also umso wichtiger, dass wir Meilensteine wie den heutigen auch gebührend feiern. Und ich freue mich natürlich sehr, dass Sie mich dazu eingeladen haben und dass Sie das Jubiläum als Verpflichtung sehen, auch nach vorn zu blicken. Dabei stellen Sie mir die Frage nach dem Beitrag der Friedensforschung für die zivilgesellschaftliche Gestaltung einer friedlicheren Welt. Und um das gleich deutlich zu machen, die zivilgesellschaftliche Gestaltung der Welt ist für mich nicht unterschieden von der gesellschaftlichen Gestaltung der Welt. Die Betonung der Zivilgesellschaft drückt für mich lediglich aus, dass Bürgerinnen und Bürger die treibende Kraft sind in der Gestaltung gesellschaftlichen Wandels. Diese Überzeugung, dass Wandel von unten kommt, war die Gründungsidee unserer Stiftung vor über 40 Jahren in Stockholm. Denn schon damals in der aufkommenden Friedens- und Ökologiebewegung der 70er zeigte sich, dass viele Lösungsansätze für die großen globalen Probleme von Menschen überall auf der Welt schon konkret umgesetzt wurden, dass die Mächtigen in Politik und Wissenschaft diese aber entweder nicht ernst nahmen oder sie aktiv bekämpften. Seit 1980 rufen wir daher am Anfang jeden Jahres zu Nominierungen auf für die erfolgreichsten Lösungen für drängende globale Probleme weltweit. Im Unterschied zu den meisten anderen Preisen kann uns dabei jede und jeder Vorschläge einsenden. Und Sie können sich vorstellen, dass Krieg und Frieden dabei immer eins der Hauptthemen sind. Wie stellt sich also aus der Perspektive dieser Hunderten von Nominierungen pro Jahr und der inzwischen fast 200 Laureatinnen und Laureaten aus aller Welt die Verantwortung der Wissenschaft dar bei der gesellschaftlichen Gestaltung einer friedlicheren Welt? Verantwortung setzt ja immer Kenntnis voraus. Wer nicht wissend ist, kann naiv unschuldig bleiben. Wer Kenntnis hat, muss Stellung beziehen. Ich denke, das haben wir gemeinsam, dass wir in unserer Arbeit einen Blick auf die Welt gewinnen, den viele Menschen in diesem Umfang nicht haben oder schlicht nicht an sich heranlassen. Ich sehe bis heute vor meinem inneren Auge die Bilder der toten Kinder in den Ruinen von Aleppo, die mir unsere Preisträger von den syrischen Weißhelmen live auf ihren Handys zeigten, während sie hier in Stockholm zur Preisverleihung waren. Ich erinnere mich an die Schilderungen unseres kongolesischen Preisträgers Dennis Mukwege, seine Schilderung der grausigen Verletzungen seiner Patientinnen, die als Mittel der Kriegführung vergewaltigt wurden. Ich erinnere mich an die Erzählung unserer afghanischen Preisträgerin Sima Samar vor wenigen Wochen, wie die überlebenden Mädchen des Anschlags in Kabul unter den Leichenteilen ihrer toten Mitschülerinnen nach ihren Schulheften suchten. Und ich erinnere mich an die Geschichte unseres Preisträgers Daniel Ellsberg, der als junger Beamter Anfang der 60er im Pentagon arbeitete und die Vorlage für eine Frage von Präsident Kennedy an die Joint Chiefs of Staff schrieb, mit wie vielen Toten sie bei der Ausführung des amerikanischen nuklearen Angriffsplans gegen die Sowjetunion und China rechneten. Die Antwort kam einige Wochen später mit dem Vermerk Top Secret for the President's Eyes Only, aber Ellsberg bekam eine Kopie vorgelegt. Die Joint Chiefs rechneten mit 600 Millionen Menschen in der Sowjetunion, China und den angrenzenden Staaten in Asien und Osteuropa sowie in weiteren Weltregionen, je nach Windrichtung, bei der planmäßigen Durchführung des Angriffs. Die Folgen eines nuklearen Winters wurden damals noch nicht berücksichtigt, sonst wären die Zahlen wahrscheinlich noch höher gewesen. Die detaillierte Kenntnis dieses Horrors ist sozusagen das tägliche Brot der Friedensforschung. Und daraus erwächst die Verantwortung, einen sehr genauen Maßstab dafür anzulegen, was das Gebot der wissenschaftlichen Werturteilsfreiheit für die Friedensforschung bedeutet und was es nicht bedeutet.
In der klimawissenschaftlichen Debatte wurde zum Beispiel viel zu lange der Fehler gemacht, wissenschaftliche Neutralität im Sinne einer Äquidistanz zwischen verschiedenen klimapolitischen Positionen zu verstehen, was zu einer gefährlichen Verzerrung in der gesellschaftlichen Kommunikation klimawissenschaftlicher Erkenntnisse führte. In Kenntnis der durch nichts zu rechtfertigenden Risiken, die von den heutigen Atomwaffenarsenalen ausgehen, kann Friedensforschung nicht in diesem Verständnis neutral sein. Aber gleichzeitig muss sie ihre wissenschaftliche Methode so unvoreingenommen und ergebnisoffen gestalten, dass die Resultate echten Erkenntnisgewinn und nicht nur Bestätigung vorgefasster Meinungen erbringen. Wenn diese Balance gelingt, wenn also die normative Aufladung des Forschungsgegenstandes in der Betrachtung auch benannt werden darf und ihren berechtigten Platz hat, dann liegt darin meiner Meinung nach eine große Chance, und zwar für die Vermittlung der Inhalte an die Gesellschaft. Denn Menschen interessieren sich für normative Fragen. Gerade in Zeiten von Polarisierung, in denen es uns gelingen muss, Interesse für komplexe Lösungen anstatt populistischer Schlagworte zu wecken, hilft eine erkennbare Haltung dabei gehört und wiedererkannt zu werden. Die Wissenschaftlerinnen müssen also das Kunststück vollbringen, zugleich Expertinnen und mehr als Expertinnen zu sein. Denn ihre normative Einordnung der friedenspolitischen Fragen ist immer auch Gradmesser für die Bevölkerung dafür, wie ernst oder bedrohlich diese Fragen für deren tägliches Leben sind. Womit ich bei der Erwartung der Zivilgesellschaft an die Friedensforschung wäre. In einem Video auf Ihrer Website stellen Sie die Frage, warum es nicht gegen Atomwaffen eine ähnlich breite Protestbewegung gibt wie für den Klimaschutz. Eine berechtigte Frage an die Zivilgesellschaft, aber die Frage geht auch zurück an die Friedensforschung, die am besten den Horror von Krieg und Atomkrieg erklären kann. Der Mangel an zivilgesellschaftlichem Engagement liegt offensichtlich daran, dass nicht genug Menschen sich betroffen genug fühlen. Und das ist natürlich ein gefährlicher Trugschluss, denn die Risiken eines Atomkriegs, absichtlich oder unabsichtlich ausgelöst, sind ja weiterhin hoch. Ich denke also, das Wichtigste, was die Friedensforschung für die Gesellschaft leisten kann, ist eine breit angelegte Informationsoffensive, die friedenspolitische Fragen mit der Lebenswirklichkeit von Menschen verknüpft. In Schulen zu gehen und mit Bürgerinnen und Bürgern vor Ort zu arbeiten, wie in ihrem Projekt Doing Peace. Den Einsatz von Steuergeldern für die Rüstungsindustrie zu problematisieren, wie mit ihrer Forderung nach einer Corona-Friedensdividende im Friedensgutachten. Oder aufzuzeigen, welche Banken oder Aktienfonds die Rüstungsindustrie unterstützen, damit Menschen ihr privates Geld diesem todbringenden Geschäft entziehen können. Neben der Information der Öffentlichkeit gibt es auch in der Forschung vielleicht Möglichkeiten für neue und spannende Allianzen, gerade weil Krieg und Frieden ein solches Querschnittsthema ist, das alle gesellschaftlichen Akteure bewegt und betrifft. In der juristischen Forschung und Praxis der vergangenen Jahre gibt es zum Beispiel interessante Entwicklungen wie die Anwendung des Völkerstrafrechts gegen Rüstungsmanager, die den Export von Waffen für völkerrechtswidrige Einsätze zu verantworten haben. Oder schauen Sie auf die Initiative der Marshallinseln vor einigen Jahren. Die USA wegen des Verstoßes gegen ihre Abrüstungsverpflichtungen aus dem NPT vor dem Internationalen Gerichtshof und einem nationalen amerikanischen Gericht zu verklagen. Im investigativen Journalismus gibt es spannende neue Methoden der Analyse von militärischen Operationen, wie zum Beispiel die Arbeit von neuen Online-Rechercheplattformen bei der Dokumentation der russischen Militäraktionen in der Ostukraine zeigen. Oder aus der feministischen Bewegung ist inzwischen das Konzept einer feministischen Außenpolitik entstanden, die ganz andere friedenspolitische Akzente setzt als das konventionelle militärische Sicherheitsdenken. Viele Möglichkeiten also für neue Verbindungen und Kooperationen. Zum Abschluss ist heute, genau 50 Jahre nach ihrer Institutsgründung, sicher ein guter Tag, um 50 Jahre in die Zukunft zu blicken. Und sich zu vergegenwärtigen, dass das Atomzeitalter bis dahin beendet sein kann. Ich bin in den 80er Jahren in Hamburg aufgewachsen und weiß noch, wie ich mich manchmal über das sentimentale Gerede der Erwachsenen über eine deutsche Wiedervereinigung gewundert habe. Denn die Existenz von zwei deutschen Staaten war für mich Realität. Atomwaffen gibt es nun schon länger, als die deutsche Teilung andauerte. Aber wir dürfen uns nie an sie gewöhnen und müssen immer und immer wieder an die Abnormität und Amoralität ihrer Existenz erinnern.
Wenn es der Friedensforschung gelingt, ihre Erkenntnisse und ihre Haltung in die Mitte der Gesellschaft zu tragen, dann können wir gemeinsam den nötigen politischen Druck aufbauen, damit die Existenz von Atomwaffen in der Menschheitsgeschichte eine kurze Ausnahmeepisode bleiben wird und damit wir in 50 Jahren eine friedlichere Welt sehen. Und dafür lohnt es sich zu streiten. Vielen Dank und herzlichen Glückwunsch. Sehr geehrte Damen und Herren, die Geschichte des IFSH ist auch eine Geschichte der Friedensforschung in Deutschland. Und jetzt muss es darum gehen, die Zukunft der Friedensforschung in Deutschland mitzugestalten. Wir stehen vor großen Herausforderungen, vor Pandemien, vor der Klimakrise, vor der Fortschreibung von Gewalt. Und die Frage ist, ist die Friedensforschung für diese Herausforderungen gewappnet? Wo müssen wir besser werden? Was können wir noch mehr tun? Wo müssen wir unsere Anstrengungen intensivieren? Ich freue mich jetzt auf eine Gesprächsrunde mit Ole von Uexküll, dem Geschäftsführer der Right Livelihood Foundation in Stockholm und mit Staatsminister Ahn zu diesen Fragen. Lieber Herr von Uexküll, wie schade, dass Sie nicht bei uns sein können. Das hätte mich wirklich sehr gefreut, Sie hier in Hamburg begrüßen zu können. Und wie wir gerade gehört haben, wird der Right Livelihood Award, der sogenannte alternative Nobelpreis, seit 1980 jährlich an Personen vergeben oder Organisationen, die die Gestaltung einer besseren Welt vorantreiben. Viele ihrer Preisträger, von Johann Galtung über die Campaign Against the Arms Trade bis hin zu Asha Elmi, zeichnen sich durch ihr Engagement für Friedensförderung aus. Was können wir konkret zur Arbeit der Organisationen und Personen, die für diesen Preis nominiert werden, beitragen? Sie haben einiges genannt, aber die Arbeit vieler Organisationen steht ja gerade aktuell vor einer dynamischen Entwicklung, vor einer gewaltsamen Entwicklung. Entwicklungen entwickeln sich so schnell, dass ich mich frage, sind wir schnell genug? Ist die Friedensforschung schnell genug und aktiv genug? Was können wir als Forschungsfeld anbieten? Sehen Sie Felder oder Themen, in denen ein engerer Austausch zwischen Wissenschaft, Bürgerinnen und Bürgern und Zivilgesellschaft besonders dringend wäre? Das sehe ich. Vielen Dank nochmal für die Einladung und für die Frage. Das sehe ich absolut. Wir haben in den letzten 10 Jahren als Stiftung angefangen, viel breiter weltweit mit Universitäten zusammenzuarbeiten, aus genau dem Grunde, weil die Zivilgesellschaft natürlich auch ein spannendes Angebot an Wissenschaft zu machen hat, in dem Sinne, dass in dieser Auseinandersetzung mit konkreten Konflikten vor Ort in einer, wie Sie sagen, sich sehr schnell ändernden Welt einfach auch täglich neues Wissen entsteht, neue Ideen entstehen. Und da habe ich manchmal das Gefühl, dass die Zivilgesellschaft ein bisschen zu schnell ist, in dem Sinne, dass man sich auch nicht die Zeit gönnt, nach einer gewonnenen oder verlorenen Kampagne auch zu analysieren, was hat gut funktioniert, was nicht, was sind Erfolgsfaktoren. Man ist dann immer gleich zum nächsten Thema unterwegs und die Wissenschaft vielleicht noch etwas zu langsam ist, weil sie nicht immer mit wirklich vernetzt ist mit diesen Akteurinnen und Akteuren. Da können wir uns deshalb, glaube ich, sozusagen auf der Zeitschiene näher kommen und das gelingt sicherlich eine engere Zusammenarbeit. Vielen Dank. Lieber Herr Ahn, Sie haben gerade gesagt, die Politik benötigt den direkten Austausch mit Expertinnen und Experten und zwar gerade zu den strittigen Themen. Wir arbeiten eng zusammen und wir sehen das auch so und freuen uns sehr über die Möglichkeiten zum Austausch, aber wir sind ja auch seit Jahrzehnten mit dem Auswärtigen Amt sehr vertrauensvoll verbunden. Wie können wir denn weiterhin eine kritische Distanz pflegen, die Sie ja auch genannt haben als notwendige Voraussetzung für die sinnvolle Arbeit der Wissenschaft? Wie können wir weiter arbeiten? Wie viel Nähe ist zu viel? Und wie schaffen wir es, als Wissenschaft unabhängig zu bleiben in diesem direkten und ja auch durchaus kontroversen Diskurs, den wir pflegen? Ja. Eine gute Frage und ich glaube, Frau Professor Schröder, so ein bisschen ist es wahrscheinlich immer ein Aushandlungsprozess. Das bleibt ja nicht statisch. Also die Expertinnen und Experten wechseln, es gibt neue Trends. Ich habe ja über unsere Initiative gesprochen, gerade bei dem Bereich neuer Technologien. Wir haben neue Waffensysteme heute schon, die im Einsatz sind, die
das Kalkül verändern. Ja, wir sehen eine Entwicklung hin zu vollautomatisierten Waffensystemen, für die es im Moment noch gar keine Regelung gibt. Da brauchen wir einmal die Expertise, um überhaupt zu verstehen, was können diese Technologien. Die Politik braucht das Wissen darüber, um dann an den richtigen Punkten ansetzen zu können, um beispielsweise, das versuchen wir im Moment, einen Regulierungsrahmen und möglichst auch einen Abrüstungspfad zu eröffnen, durch politisches Agieren. Aber ich bin jetzt seit etwas über 3,5 Jahren im Auswärtigen Amt. Ich bin dort als Politiker, ich bin kein Beamter, kein Diplomat. Und ich sehe, dass es auf beiden Seiten in der Wissenschaft und im Regierungsapparat viele engagierte Menschen gibt. Aber wir brauchen einen Ausbruch aus diesem immer noch verankerten Silo-Denken. Diese Themen und auch andere sicherheitsrelevante Themen lassen sich nicht mehr alleine über ein Ressort regeln. Und das heißt, es muss auch in den Köpfen etwas passieren. Nicht nur bei unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, sondern wir brauchen einen ressortübergreifenden Ansatz. Und ich glaube, der Impuls von außen ist enorm wichtig. Aber es wird nicht klappen, wenn irgendjemand die wissenschaftliche Unabhängigkeit in Frage stellen sollte. Deswegen glaube ich auch, müssen wir immer wieder neue Formate finden. Und das haben wir in den letzten 50 Jahren, glaube ich, ganz gut hingekriegt. Vielen Dank. Wenn ich dazu auch etwas gerne sagen darf, aus meiner Perspektive steht es Ihnen sehr gut an, als Friedensforschung da auch durchaus immer mit einer machtkritischen Perspektive heranzugehen. Wir wissen, dass die Probleme von Krieg und Gewalt ja nicht zuletzt mit der unglaublich ungerechten Verteilung von Ressourcen und Macht in der Welt zu tun haben. Und im Zweifelsfall, denke ich, müssen Sie immer auch sehen, dass gerade wenn Forschung durch Steuergelder finanziert wird, sie halt in allererster Linie der Gesellschaft und dem Gemeinwohl verantwortlich sind und Herr Annen im Zweifelsfall auch seine eigene Expertise mit den fantastischen Beamtinnen und Beamten im Auswärtigen Amt hat, die Industrie sowieso sich jede Expertise leisten kann. Das heißt nicht, dass sie der Zivilgesellschaft unkritisch gegenüberstehen sollen. Natürlich soll auch Zivilgesellschaft beforscht und kritisiert werden. Aber ich denke schon, in allererster Linie sind sie den Bürgerinnen und Bürgern verpflichtet. Und das heißt auch, Macht immer kritisch zu hinterfragen. Sie haben ja, Herr von Uexküll, auch vorhin gesagt, dass Friedensforschung nicht neutral sein kann. Und diese Einschätzung teile ich. Normative Positionierungen sind ja immer schon konstitutiv für die Friedens- und Konfliktforschung gewesen. Und dem bleiben wir auch treu. Die Frage ist, was machen wir damit heute? Das wird ja auch immer komplizierter. Wo sollen wir uns einmischen? Wie und mit wem? Kennen Sie Beispiele aus Ihrer Arbeit, wo das schon gut funktioniert auf der einen Seite? Und müssen wir nicht unsere Informationen, die wir erarbeiten, unser Wissen, das wir erarbeiten und das wir sehr geübt an das politische Feld weitergeben? Was müssten wir tun, um unser Wissen auch besser an zivilgesellschaftliche Akteure weiterzugeben? Also nochmal würde ich da gar nicht so unterscheiden zwischen der Zivilgesellschaft und der Gesellschaft an sich. Ich glaube, wenn das Wissen gegenwärtiger wäre in der Gesellschaft, dann würden wir eine stärkere friedenspolitische Zivilgesellschaft sehen. Und ich glaube, Sie sind da wirklich in dieser schweren Rolle, dass Sie immer sehen und sich gegenwärtig sind, wie unglaublich gefährlich und groß die Missstände sind und dass Sie auf der anderen Seite natürlich diese auch wissenschaftlich objektiv diese Thematik bearbeiten. Und man müsste wie in jeder Äußerung irgendwie, in jedem öffentlichen Auftritt trotzdem auch durchscheinen lassen, dass ganz, ganz grundlegend in der Friedenspolitik etwas im Argen liegt. Und das haben Sie auch ganz schön beschrieben. Ich glaube, im Friedensgutachten sagen Sie, aus einer friedensstrategischen Perspektive kommunizieren Sie mit Politik und kommunizieren Sie mit Öffentlichkeit. Ich glaube, es ist wichtig, immer diese Plattform, auf der man steht, auch deutlich zu machen. Das habe ich versucht, mit dem Gradmesser auszudrücken. Wenn Menschen sozusagen von Ihnen keinen Aufschrei hören zu der weiteren Existenz von Atomwaffen, zu dem Faktum, dass Deutschland den Atomwaffenverbotsvertrag nicht unterschreiben will, dann werden Menschen auch denken, wenn die Experten das nicht so schlimm finden, dann kann es ja nicht so schlimm sein. Ja, das stimmt. Und auch bei den
älteren Fragen. Die Fragen der Atomwaffen sind ja auch Fragen, die wir schon sehr lange stellen, die wir auch weiter bearbeiten. Aber wir stehen ja gleichzeitig, Herr Ahnen, ganz großen neuen Herausforderungen gegenüber. Und wir als kleine Einrichtung müssen uns parallel sehr vielen unterschiedlichen Problemen und Herausforderungen widmen. Das Auswärtige Amt muss das natürlich auch tun. Die großen Zukunftsthemen sind sicherlich die Pandemien, die kommen könnten, die Klimakrise, technologische Innovationen. Was ist denn Ihre Einschätzung nach 3,5 Jahren? Was ist das nächste große Ding, auf das wir uns einstellen müssen? Für was, wo sehen Sie besonderen Bedarf an Austausch und an Wissen? Ja, also meine Erfahrung in diesen jetzt 3,5 Jahren ist, jeden Tag passiert was Neues. Und wir sind so mit dem täglichen Krisenmanagement beschäftigt, dass es eben auch eine Aufgabe der wissenschaftlichen Beratung ist, an diesen langfristigen Trends und Themen weiterzuarbeiten. Aber wir haben trotzdem versucht, Akzente zu setzen. Und ich will das hier nur kurz skizzieren. Wir waren 2 Jahre als nicht ständiges Mitglied im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. Und wir haben dort das Thema Abrüstung und Rüstungskontrolle wieder auf die Tagesordnung gesetzt. Gegen Widerstände. Das war seit Jahren nicht mehr diskutiert worden von dem wichtigsten Gremium der Weltgemeinschaft, das eigentlich genau dafür zuständig ist. Weil die Entwicklung, die wir eben kurz angesprochen haben, also auch die Investitionen von Staaten, von Rüstungsindustrie in neue Technologien, und wir sehen ja auch, dass sie ja nicht nur forschen und sozusagen investieren, sondern dass sie auch schon angewandt werden, dass sie die Kriegsführung verändern. Das gehört ins Zentrum der Debatte der Vereinten Nationen. Und der zweite Punkt, bei dem wir uns fast die Zähne ausgebissen haben, weil unser wichtigster Freund und Alliierter, die Vereinigten Staaten von Amerika, ganz offen mit dem Veto gedroht haben, weshalb wir es nicht vermocht haben, die vorbereitete Resolution zu verabschieden, ist der Nexus zwischen dem Klimawandel und die Auswirkungen auf die Sicherheit. Und ich bin ganz froh darüber, dass, obwohl wir gescheitert sind mit dem Resolutionsprojekt, wir sozusagen eine Freundesgruppe in New York installieren konnten, dass auch unsere Nachfolger im Sicherheitsrat daran weiterarbeiten. Die norwegische Außenministerin war gerade in Berlin zu Gast. Das Thema lässt sich nicht verdrängen von einem Veto. Und vielleicht haben wir jetzt auch ein paar andere Chancen. Ich belasse es mal bei diesen beiden Themen, aber beides Themen, die die Politik alleine auch gar nicht bewegen kann, sondern wo wir die gesellschaftliche, die zivilgesellschaftliche und die wissenschaftliche Begleitung brauchen. Genau, das ist auch unsere Aufgabe, zu schauen, wie können wir eigentlich Wege nach vorn bahnen. Nicht nur, wie sehen Wege aus, funktionieren die etablierten Prozesse, die wir schon haben, zu analysieren und zu schauen, wie wir orientieren können, sondern es ist auch unser Job und den wollen wir auch ausführen, zu schauen, wie können wir eigentlich neue Wege bahnen, die zu mehr Frieden führen. Wie können wir auch mal was ausprobieren? Und wir haben auch vor, stärker mit gesellschaftlichen Gruppen zusammenzuarbeiten, um neue Formen der partizipativen Forschung auszutesten und zu schauen, wie wir da vorankommen können. Herr von Uexküll, Sie haben ja auch über Informationen gesprochen, eine Informationskampagne, die wir brauchen. Haben Sie Beispiele, wieso etwas schon funktionieren kann? In den Nachhaltigkeitswissenschaften wird das ja schon lange diskutiert, stärker zwischen Wissenschaft und Gesellschaft zusammenzuarbeiten. Und gibt es da Grenzen? Wir haben ja hier die Quadratur des Kreises. Wir haben durchaus unterschiedliche Gruppen, für die wir arbeiten. Und das Auswärtige Amt und die gesellschaftlichen Teile der Zivilgesellschaft sind sich ja auch nicht immer einig. Wie können wir sozusagen diese unterschiedlichen Anforderungen zusammenbringen? Was wir häufig auch in unseren Nominierungen sehen, ist, dass dann in dem Moment Information auch zu einer gesellschaftlichen Mobilisierung führt, wenn es irgendwie eine Community gibt, eine Gruppe, die besonders betroffen ist. Und ich denke, dass es Fridays for Future enorm gut gelungen, indem sie die besondere Betroffenheit der jungen Generation in den Vordergrund gestellt haben. Und die junge Generation selber aktiv geworden ist, weil sie gemerkt hat, sich auf die Alten nicht mehr verlassen zu können. Das war selbst bei dem Klimaurteil des Deutschen Bundesverfassungsgerichts ganz entscheidend, dass die Klageführerinnen und Führer junge Menschen waren. Und es ist sicher nicht einfach, dieses Gefühl von Betroffenheit für diese nun schon seit Jahrzehnten andauernde Dauerbedrohung durch die Atomwaffenarsenale in Menschen wachzuhalten. Das kann natürlich auch zu Ermüdungen führen. Ich habe auf Ihrer Website ein Video gesehen darüber, was ein Atombombenabwurf auf Hamburg
bedeuten würde. Ich denke, eine Spur ist also immer wieder, auch über persönliche Geschichten, über Geschichten von Opfern, zum Beispiel von Exporten deutscher Rüstungsfirmen. Natürlich empören sich Menschen darüber. Und auf der anderen Seite sehe ich aber auch die Chance, was Sie ja auch begonnen haben mit diesem Hamburger Doing Peace Projekt, dass Frieden auch etwas ist, was man im Kleinen leben muss und was eigentlich ein Thema in jeder Schule, in jeder Behörde, in jeder Familie ist. Und ich glaube, da gibt es auch Chancen, so immer vom Kleinen ins Große zu denken. Und ich hoffe und verspreche mir, dass Menschen auch im Kleinen friedlicher miteinander umgehen, wenn sie auch auf staatlicher Ebene sehen, dass also im multilateralen Zusammenhang, dass Akteure das praktizieren und andersrum. Vielen Dank. Und zum Abschluss, lieber Herr Ann, wenn Sie einen konkreten Wunsch haben, was würden Sie sich von uns wünschen, was sollen wir tun in den nächsten Jahren, was steht aus? Also ich will jetzt die Unabhängigkeit der Wissenschaft nicht in meiner Rede beschwören und sie dann am Ende sozusagen durch ein konkretes Auftragsbuch in Frage stellen. Nein, aber was ich mir wirklich wünsche, ich habe das eben auch ein bisschen angedeutet, weil es mich tatsächlich sehr beschäftigt, ist, dass Sie mit uns sprechen, uns auch kritisieren, dass wir diesen Dialog, auch die konkrete Zusammenarbeit fortführen, aber dass Sie noch lauter werden in der Öffentlichkeit. Denn wir sind in einem Wahljahr, das führt immer zu Zuspitzung, das ist auch nicht immer nur schlecht, aber was ich beobachte in dem Bereich, für den ich jetzt zuständig bin und auch von vielen Thinktanks und Denkerinnen und Denkern, die da in der Öffentlichkeit stehen, für die ich großen Respekt habe, ich habe selber für einige dieser Organisationen gearbeitet, aber ich sehe einen Konsens, der eine sehr einseitige Fokussierung auf sicherheitspolitische Instrumente in einem Narrativ festzuschreiben droht. Manchmal auch überraschende Äußerungen von politischen Mitbewerbern, die ich nicht so erwartet hätte. Aber wir dürfen uns nicht darauf verengen lassen. Ich bin sehr offen für viele Vorschläge, auch aus diesem Bereich. Und wir müssen das ein oder andere auch tun im Bereich auch der Bundeswehr und der besseren Ausstattung unserer Streitkräfte. Aber wir sollten nicht übersehen, was dieses Deutschland an Vertrauen aufgebaut hat über Jahrzehnte, welche Gesprächszugänge wir trotz der schwieriger werdenden Weltlage in ganz unterschiedliche Bereiche haben. Und wenn wir das aufgeben, weil wir irgendwie glauben, dass man sich besser fühlt, wenn man in der Weltpolitik so ganz eindeutig auf einer Seite steht, dass man die Dinge nur unter Schwarz- oder Weiß-Kriterien beleuchtet, dann kriegt man vielleicht mehr Applaus, als wenn man die Grautöne betrachtet. Aber man gibt sehr, sehr viel Gestaltungsspielraum für den Frieden, ich sage das mal so pathetisch, aus der Hand. Und das kann die Politik nicht alleine verändern. Das ist immer ein Spielraum, der durch einen öffentlichen Diskurs mit festgesetzt wird. Also bleiben Sie laut. Ich habe mich deswegen über dieses Friedensgutachten auch wieder sehr gefreut. Es war einfach mal eine andere Stimme. Aber jetzt sind es schon wieder ein paar Tage her und es dominieren schon wieder die anderen Stimmen. Also Frau Schröder, machen Sie weiter und werden Sie lauter. Vielen Dank. Herr von Uexküll, wollen Sie uns noch einen Wunsch auf den Weg bringen? Ja, das ist ein ganz ähnlicher Wunsch. Also gleichzeitig natürlich unvoreingenommen und unabhängig zu sein in der Forschung, aber auch Haltung zu beziehen, weil Menschen sich darauf verlassen, dass sie einen Überblick haben über die friedens- und sicherheitspolitischen Zusammenhänge. Und deshalb schaut man auch auf Sie, wie Sie sich positionieren. Ja, sehr herzlichen Dank. Sehr herzlichen Dank für das Gespräch. Wir haben ja am Institut schon einen langen Weg hinter uns und denken Frieden und Sicherheit immer zusammen. Das ist eines der Kernkriterien unserer Arbeit, dass wir uns die Friedensverträglichkeit von Sicherheitspolitik anschauen, dass wir eben nicht getrennt nur Friedensförderung, nur Sicherheitspolitik uns anschauen, sondern beides zusammendenken. Ich denke, das ist etwas, was wir weitermachen werden. Das ist auch etwas, was wichtig bleiben wird und bei dem wir sehr gerne uns weiter in einem friedensfördernden und friedenspolitischen Diskurs engagieren wollen, gerne laut und den Weg zu einem besseren Leben, einem friedlichen Leben weiter vorantreiben wollen. Sehr herzlichen Dank. Dankeschön. Frieden bedeutet für mich,
Die Vision einer Welt, in der die Menschheit klug genug ist, ihre Konflikte und auch die globalen Probleme gemeinsam am Verhandlungstisch zu lösen, statt einander nicht zu vertrauen und riesige Arsenale von gefährlichsten Waffen zu unterhalten, die mehrfach unsere Welt zerstören könnten. Und die Arbeit des IFSH im Bereich der Rüstungskontrolle und Abrüstung finde ich deshalb besonders wichtig, aber auch das jährliche Friedensgutachten ist einfach immer wieder ein Highlight. Liebes IFSH, aber vor allem liebes ISFH-Team, also all diejenigen, die die Hallen des Instituts, die Papiere, die Briefings, die Anhörungen des Deutschen Bundestages und später dann auch die Homepage und Social Media mit ihren klugen Analysen und wichtigen Impulsen gefüllt haben. Ihnen allen möchte ich von Herzen Danke sagen für diese tolle Arbeit der letzten 50 Jahre, die die öffentliche und politische Debatte über die internationale Politik immer wieder weitergebracht und bereichert haben. Das habe ich als Abgeordnete im Deutschen Bundestag immer wieder erlebt, ob bei Abrüstung und Rüstungskontrolle, bei der Frage nach dem Zusammenhang zwischen Klimakrise und Sicherheitspolitik oder den Debatten rund um die Zukunft der Bundeswehr. Dafür möchte ich mich von Herzen bedanken und Sie ermuntern, genauso weiterzumachen. Mit einem sehr scharfen Blick für das, was ist, und sehr klaren Handlungsempfehlungen für unsere gemeinsamen Ziele für Frieden, Sicherheit und Menschenrechte. Vielen Dank und ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit. Frieden bedeutet für mich, dass für ihn jeden Tag aufs Neue gearbeitet und gestritten werden muss. Soweit es irgendwie geht, mit Wort und Feder, aber wo notwendig, auch mit dem Schwert. Und die Arbeit des IFSH ist besonders wichtig, weil es über Jahrzehnte hinweg wichtige Impulse zum Diskurs geleistet hat und auch als Diskussionsforum sehr gute Arbeit leistet. Wir blicken auf eine langjährige Zusammenarbeit mit dem Institut zurück und das wird in den nächsten Jahren noch intensiver werden durch unser German Institute for Defense and Strategic Studies. Und mit Wolf Graf von Baudissin haben wir eine herausragende Persönlichkeit, die in der Geschichte unserer beiden Institutionen eine herausragende und sehr, sehr prägende Rolle gespielt hat. Also beste Voraussetzungen für weiter gute Zusammenarbeit, auf die ich mich sehr freue. Christopher, hast du gehört? Das IFSH wird dieses Jahr 50. 50? Ja. Frieden? Ja. Frieden. Was bedeutet eigentlich Frieden für dich? Naja, Frieden fängt bei uns an. Also, wenn die kleinen Geschwister nicht nerven. Ja, das stimmt. Mein Gott, was die immer nerven. Immer wollen die haben, was einem gehört, oder? Aber sag mal, warum ist die Arbeit des IFSH so wichtig? Die sind doch auch wie eine kleine Schwester für uns, oder? Ja, stimmt. Meinst du? Naja, ich meine, die sind total nervig, richtig? Die wollen immer mit deinen Freunden spielen, nie lassen sie dich was alleine machen, wollen alles haben, was dir schon gehört. Aber am Ende hat man sie doch irgendwie lieb. Naja, man muss nicht alleine spielen. Happy Birthday, IFSH, auf die nächsten 50 Jahre. Alles Gute. Sehr geehrte Damen und Herren, ich habe mich über das letzte Grußwort der HSFK wirklich gefreut. Es hat mich unter anderem daran erinnert, wie lange wir uns schon kennen, seit über 20 Jahren. Damals war Angela Merkel noch nicht Bundeskanzlerin. Und naja, so ein bisschen habe ich mich auch darüber gefreut, natürlich, dass die HSFK sich etwas Sorgen über die Konkurrenz aus Hamburg macht. Sehr geehrte Damen und Herren, Freundinnen und Freunde des IFSH, dieser Festakt kommt jetzt zum Ende. Sehr herzlichen Dank für die freundliche Einladung ins Rathaus. Sehr herzlichen Dank für die nur digitale Teilnahme. Sehr herzlichen Dank für alle Anwesenden hier. Ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Tag.